So, hallöchen, meine lieben Leute von heute. Ja, wie ihr seht, die neue Season ist jetzt gestartet. Wir sind jetzt hier, oder ich bin jetzt D-Ranked wieder auf Silver 5, weil ich am Ende der letzten Season ja Gold 1 war. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Ja, wie gesagt, ich bin nicht wirklich dazu gekommen, Ranked-Spiel zu spielen, weil ich eher jetzt hier, ne, NR Rarity Festival Event-Spiele gespielt habe. Und, ja, dreimal dürft ihr raten, worum es im heutigen Video geht. Richtig, wir werden uns einige der, ich sag mal, Highlights von meinen, NR Rarity Festival Event-Duellen ansehen. Da ist nämlich dann doch so einiges dabei. Ich habe nicht alles an nice Duellen genommen. Ich habe nur die Duelle genommen, bei denen ich mir dachte, so, ja, die sind wirklich nice, die sind wirklich spaßig und lustig. Deswegen habe ich heute sogar ganze 4 Replays hier für euch heute. Genutzt habe ich dafür nämlich, genutzt habe ich dafür natürlich mein Cyber Dragon NR Rarity Festival Deck, hier das hier. Falls ihr sehen wollt, welche Karten hier genau drin sind und wie man das Ganze spielt, hier oben rechts ist gerade ein kleines I erschienen, denke ich mal. Da könnt ihr draufklicken und kommt dann zum Deckguide, zu meinem NR Rarity Cyber Dragon, wie auch immer, Deck, das ich jetzt hier benutzt habe. Das NR Rarity Festival geht auf jeden Fall jetzt in Richtung Endphase, in ein paar Tagen in das. Deswegen dachte ich mir, lade ich mal ein Video hoch zu meinen persönlichen Highlights aus dem Festival. Da ist ein extrem lustiges Duell dabei, das mal wieder das Klischee Nummer 1 bedient, nämlich dass Yu-Gi-Oh! Spieler Karteneffekte nicht lesen. Aber ja, ich würde sagen, ohne hier groß weiter... um den heißen Brei zu labern, legen wir direkt mal los mit dem ersten Replay, denn das wird ja heute ein bisschen dauern. Das sind ja insgesamt 4 Replays und eins davon ist, glaube ich, extrem lange, das andere ist so mittellange. Anyways, wir hören uns gleich wieder. Vielleicht mache ich auch 2 Videos hier raus, ich weiß noch nicht genau. Kommt drauf an, wie viel wir jetzt hier heute im heutigen Video schaffen von den Replays. Aber ich würde sagen, ja, wir hören uns gleich im ersten Video wieder und dann, ja, bis gleich. So, und da sind wir auch schon im ersten Replay gegen den lieben Ilkomediant. Wir sind hier Turn 2 Spieler, ne? Also wir spielen als zweites. Das ist ein Trend, den ihr gleich beobachten werdet, denn mit diesem Deck hier will man in der Regel eher als zweites spielen als als erstes. So, Such is for Nature von Cyberdrachendex. Tatsächlich sind es umsonst 5 Replays, deswegen weiß ich wirklich nicht, ob wir heute alle schaffen, aber ich werde es versuchen. Das ist glaube ich, auf jeden Fall ein eher kurzes Replay, die anderen sind in der Regel eher so mittellang bis lang, deswegen, ja, mal sehen. Aber gut, ich würde sagen, wir legen mal los und anpausen hier. So, Standby-Phase, Main-Phase 1. Der Gegner spielt ein, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Duell war. Ein Performer-Fall-Deck hier, denke ich mal, oder ein Pendulum-Deck auf jeden Fall. Soul Pendulum, okay, you can target 2 cards and change its targets, blablabla. Genau, der adjustet jetzt seinen Pendulum-Zone. Und Special Summon dann hier Odd Eyes Wizard Dragon. Um hier erstmal als Turn 1 Play erstmal ein nice Card zu haben. Wir ziehen hier erstmal in unseren Cyberdrachen, was natürlich erstmal supi-dupi ist. Ich habe hier an der Stelle, glaube ich, gemissplayed. Ich kann mich noch daran erinnern tatsächlich, obwohl ich mich kaum noch so erinnern kann. Ich habe hier gemissplayed. Ich hätte hier nicht Brain Controllen sollen. Weil ich, das war glaube ich noch relativ early, als ich das Cyber Dragon Deck gespielt habe. Ich dachte, dass man mit Cyber Dragon 3 alle Karten auf Level 5 adjusten kann. Diese Karte adjustet aber nur Cyber Dragon Karten auf Level 5. Das heißt, nur meine Cyberdrache werden zu Level 5, also nur er hier, nur der Cyberdrache 3. Deswegen konnte ich jetzt auch leider nur Cyberdrache Nova beschwören und nicht ein, ein anderes Monster, nämlich das hier. Wo haben wir es? Das hier. Dick Vorsack, King of Heavy Industry. Das ist auch eine extrem nice und starke Karte. Die konnte ich leider nicht beschwören, da der Order ist Wizard Dragon hier leider Level 7 und nicht Level 5 ist. Aber das macht ja nichts, wir haben jetzt hier trotzdem unseren Cyberdrache Nova aufs Feld gekriegt. Und dann haben wir noch den Order ist Wizard Dragon. Wir hätten wahrscheinlich mehr Schaden machen können, weil wir, glaube ich, einen Cyberdrache und Cyberdrache 3 hatten. Die hängen jetzt hier dran, ja genau. Also ich hätte sogar mehr Damage machen können. Wie gesagt, das war noch relativ am Anfang, als ich nicht so genau wusste, wie dieser Deck hier exakt spielt. Da habe ich teilweise noch öfters mal Misplays gemacht mittlerweile. Mache ich das seltener. Er hat jetzt hier Smashing Ground, Little Does He Know. Ein weiterer Beweis, dass Yu-Gi-Oh! Spieler keine Karteneffekte lesen. Wir scrollen mal hier ganz runter. If his card in your possession is sent to your graveyard by your opponent's card effect, also wenn die Karte durch den Karteneffekt zerstört wird, dürfen wir eine Monster Special summonen. Wir sagen Hallo, oder er sagt Hallo zu Barbaroid, der ultimativen Kampfmaschine. Er spezial beschwört hier über Pendulum summon noch ein lustiges, schönes Monster. Little does you know, das ist mir komplett wurscht. Denn mein Barbaroid kann, soweit ich weiß, alle Effekte negaten, zumindest Graveyard-Effekte negaten. Und macht auch mehr oder weniger durchschlagenden Kampfschaden, denn immer. Wir beschwören jetzt hier ein paar Cyberdrangs. Palim und Palam. So. Wir holen uns unseren Cyberdrang Nova zurück, weil warum nicht? Außerdem dürfen wir noch eine Karte ziehen durch Cyberdrang Herz. Aber ja, Barbaroid ist eine extrem starke Karte, weil sie Graveyard-Effekte deaktiviert von zerstörten Monstern, die im Kampf durch Barbaroid zerstört werden. Und noch viel wichtiger, wir machen 1000 Damage durchschlagende Kampfschaden mehr oder weniger. Wir holen uns alle möglichen Cyberdrangs, wir evakuieren einen von seinen Karten und gewinnen das Duell. Hier habe ich nochmal gemissplayed, darf ich euch verraten. Barbaroid kann nämlich nicht direkt angreifen. Das war eines der ersten Duelle, in denen ich Barbaroid actually aufs Feld gekriegt habe, wenn nicht sogar das erste Duell. Und war ein bisschen verwirrt, warum ich Barbaroid nicht direkt angreifen kann, aber ja, man kann mit Barbaroid nicht direkt angreifen. Aber es macht nichts, wir banchen einfach einen unserer Cyberdrangs und powern unseren Cyberdrang Nova auf doppelte ATK hoch. Und damit habe ich trotzdem den Zug gewonnen. So, und weiter geht's mit dem zweiten Replay. Ich weiß nicht, wie ich das gleich machen werde. Aber ich werde wahrscheinlich, und hier hatte ich noch Cybertal im Deck, wie ihr seht auch. Hier mussten wir leider als Turn 1 Spiel um so starten. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde. Ich muss gleich mal gucken, dass ich, wenn ich das hier edite, wenn ich das bearbeite, dass ich die andere Aufnahme von gerade eben mal ein bisschen kurz abschneide, weil ich gerade aus Versehen geleakt habe, wie die ganzen Duelle jetzt ausgehen und wie lange die sind. Deswegen, das wäre natürlich ein bisschen doof. Es soll ja spannend bleiben für euch.
Sonst wisst ihr ja schon genau, wie lange die Duelle dauern und gegen wen ich verliere und gegen wen ich gewinne und so weiter und so fort, weil ich werde nicht gegen jeden Gegner hier gewinnen. Tatsächlich, das kann ich schon mal leaken hier, ja. Ich werde nicht gegen jeden gewinnen. Aber ja, wir sind hier der Turn 1 Spieler leider. Wie gesagt, das ist für Cyberdrachen-Decks natürlich immer schade. Wir machen hier den Cyber-Ready-Play. Wir spielen Cybertal und denken uns dabei, gut, solange der Gegner diese Karte nicht irgendwie removen kann, kann er mir schon mal keinen Damage machen. Ich darf nicht eine Karte ziehen, alles supidupi. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie Removal hatte. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt passiert ist. Aber ich glaube, das war... Ich weiß nicht, was das war. Das wird gleich noch sehr lustig. Dark Armed the Dragon of Annihilation. Das ist die Karte, die jetzt aufs Feld holt. Ich glaube, er hat schon den Effekt von Cyber... Ich glaube, nämlich hier kann er auch irgendwie Monster removen. Auf meinem Spielfeld. Banish one card. You can detach one... When target one card opponent controls destroyed. Genau. Er hätte, glaube ich, mein Monster schon removen können, aber er hat den Effekt von Cybertal wahrscheinlich nicht gelesen. Und deswegen hat er hier keinen Damage machen können, der Experte. Okay. So, wir ziehen Solar Windjammer. Wir haben Cyber Dragon 3 auf der Hand. Ich glaube, hier habe ich actually auch gemisplayed. Ich hätte wahrscheinlich lieber Cyber Dragon 3 ausspielen sollen. Ach, nein, genau. Ich habe doch nicht gemisplayed. Wir hatten noch Cyber Repair Plant. Wir holen einfach nur neuen Cyber Dragon 3. Und increasen alle Level auf Level 3. Warum zur Hölle habe ich... Ach genau, um eins von seinem Monster loszuwerden. Stimmt, ich glaube, er hat ein Maschinenmonster gehabt. Genau. Scrap Recycler war ein Maschinenmonster. Ich würde sagen, warum zur Hölle habe ich mir nicht hier King of Heavy Industries geholt? Aber ja, wir konnten eins von seinem Monster damit auch noch mit wegdeleten. Deswegen lag das wahrscheinlich nah, dass ich mir einfach hier einen 4000 ATK Beatstick hole, anstatt King of Heavy Industries zu holen. Wir haben immer noch hier MST auf dem Feld und wir haben vor allem diese Karte dann, Moon Mirror Shield. Er spielt jetzt hier Lightning Vortex und wird unser Fusionsverschutz Monster los. Wir werden natürlich kurz einen Backroll los und poppen die. Weiter geht's mit folgender Karte, Cybernetic Overflow. Leider kein Monster, deswegen konnte ich nichts machen. Das ist übrigens auch, glaube ich, ein bisschen längeres Duell, leider. Aber ja, wenn wir hier gerade ein bisschen Downtime haben, wo nicht allzu viel passiert, er Cyberbeschwert ist, glaube ich, nochmal irgendein Monster. Irgendein Orcus-Monster oder so. Wenn wir jetzt hier, ja genau, irgendwas Blieber Loop World Legacy, dann kommt die Karte hier und so weiter und so fort. Während er jetzt hier lustige Dinge macht und wir gerade nicht allzu viel zu besprechen haben, während ihr hier dann Special Summons macht, würde ich euch an der Stelle mal nahelegen, falls ihr mir noch kein Abo da gelassen habt, mir vielleicht ein Abo da zu lassen. Wir aktivieren Cybernetic Overflow natürlich an der Stelle. Und zerstören beide seine Monster, beziehungsweise eins. Ich glaube, ich habe versucht, beide zu zerstören. Hier ein Pro-Tipp, diese Karte hier. Cannot be destroyed by battle or opponent's card effects, while this card points to monster. Mein Plan war es, ich poppe diese Karte und dann diese Karte, weil diese Karte hier, ne, die pointet jetzt gerade ja hier hin. Auf das Monster hier. Das davor war vorher ein anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Mein Plan war es, ich zerstöre erst das hintere Monster und dann das vordere Monster. Dummerweise ist der Effekt quasi gleichzeitig. Das heißt, diese Karten werden zwar, ich wähle zwar zuerst die hier aus und dann die da vorne aus. Allerdings werden die quasi gleichzeitig zerstört. Deswegen gilt diese Karte immer noch als protected, obwohl die Karte als erst hier poppt, wird die sich hier gar nicht poppen. Das ist good to keep in mind für euch, I guess. Ich hatte gehofft, das klappt vielleicht, aber ich dachte, ich probier's mal. Ich habe dann bezahlt, damit einen Cyberdrachen quasi zu viel hier gebanished und bezahlt, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben immer noch mindestens einen im Graveyard und damit ist alles Gucci hier. Solange man einen Cyberdrachen im Graveyard hat, sind die meisten Karten von Deck hier nämlich eh live. Die einen Cyberdrachen Graveyard brauchen, logischerweise. Aber ja, was ich gerade noch zu Ende sagen wollte, er darf sie nochmal angreifen und ein bisschen Damage machen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, das würde mich sehr freuen und das sein Schützen, deswegen, ja. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, aber ja, das wäre hier kurz der Shoutout in eigener Sache an dieser Stelle. Wir sind ziemlich lucky und ziehen einen Toon Cyberdrachen, den beschwören wir natürlich, ich habe leider vergessen. Wie gesagt, ich war noch relativ null mit diesem Deck hier, auch dieses Replay hier ist relativ gegen Anfang meiner Duelle entstanden. Auch ich habe einen wichtigen Effekt überlesen bei Toon Cyberdrache, nämlich cannot attack for turn it is summoned. Und das ist egal, wann ihr den summoned, der kann nie im selben Zug attacken. Deswegen bin ich gerade in die Battlephase gegangen und war ein bisschen verwirrt, ob ich nicht angreifen konnte. Aber ja, wir holen uns unseren schönen Moon Mirror Shield raus. Und jetzt passieren gleich sehr lustige Sachen. Ich meine, das war das Duell hier. Ich hoffe wirklich, das war das Duell. Der Beweis, dass Yu-Gi-Oh! Spieler nicht lesen können. Oder lesen wollen, wie auch immer. Oh nein, er holt seinen Codebreaker Virus Swordsman. Er hat mehr ATK als mein Monster. Whatever am I gonna do? Whatever am I going to do? He's going to kill me. He's going to end me. He's absolutely going to end me. Oh nein. Oh nein. Oh, whoops. Ups. Ups. Hast du einfach mein Moon Mirror Shield nicht gelesen? Damit ist mein Monster immer um genau 100 ATK stärker als jedes Monster, das mein Monster angreift. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, wieso Leute Karteneffekte zum Beispiel nicht lesen. Ja? Also vor allem so, man würde meinen, wieso hat er bloß diese Karte ausgespielt? Wieso hat er diesen Equip-Spell ausgespielt? Man könnte fast meinen, da würde Methode da stecken. Und ja, ich weiß, ich hätte jetzt hier natürlich Solar Windjammer irgendwie aufs Feld. Hätte ich gar nicht gemeint. Dafür darf ich kein Monster haben. Aber ja, man könnte jetzt natürlich denken, so, ich könnte jetzt versuchen, in irgendeiner Form diese Karte hier loszuwerden und dann irgendwas zu Special haben und dann ne, dies, das, anderes. Aber, da wir gelernt haben, dass der Gegner unsere Karten fertig gelesen hat, dachte ich mir, vielleicht hat er ihn nach vorne. Vielleicht dachte der gerade, oh, vielleicht war ich lucky. Vielleicht war das so ein random Effekt und vielleicht ist das Effekt von Toon Cyberdrachen und wer weiß schon. Und, ja. Wie ihr seht,
Something very funny is about to happen. Something very funny indeed. Ja, oh nein, ein starkes 2800. Ah, nevermind, okay. Dann war es, glaube ich, doch ein anderes Duell. Oder war es ein anderes Duell? Ich weiß es gar nicht. Nein, war es, glaube ich, nicht. Nein, war es gar nicht. Nein, es ist dieses Duell. Nevermind, stimmt. Er poppt unsere Karte mit seinem Dark Arm Dragon Effect. So geistgegenwärtig war er dann doch noch, ja. Da hat er dann hier, es ist Großgehenzeit. Hat er sich gedacht, es ist Großgehenzeit und hat dann hier dann doch die Karte mit dem Effekt gepoppt. Natürlich werde ich ihn jetzt mit einem Solar Windjammer hier seine starke Karte wieder wegnehmen, weil das kann ich natürlich nicht erlauben, dass er diese Karte jetzt auch noch poppt mit dem Effekt. Deswegen, wir spielen hier wieder Moon Mirror Shield. Und ja, something very funny is about to happen, once again. Sobald ich mich da recht entsinne, werde ich gleich wieder denselben Fehler machen. Ich verstehe nicht wieso, aber der Gegner war sehr, also Karteneffekte, ja, sind anscheinend sehr OP in diesem Spiel. Also nicht, weil die Effekte stark sind, sondern weil Lesen ist eine schwere Fähigkeit, die nicht jeder Mensch auf dem Planeten besitzt anscheinend. Nicht jeder Mensch besitzt die Fähigkeit zu lesen. Wir powern jetzt hier unser Monster hoch, genau, und dann spezialbeschwören wir gleich eventuell noch was. So, genau, jetzt kommt wieder irgendwas anderes. Genau, Triple Burst Dragon. Oh nein, 2400 ATK. Whatever am I going to do? Oh nein, he's going to kill me. Oh nein. Oh, whoops. Whoops. Oh nein, he's going to kill me. Whatever am I going to do? Oh, whoops. Ich habe kein... I have no words. Ja, ich habe keine Worte. Also, was soll ich dazu sagen? Außer, Karteneffekte sind anscheinend sehr overpowered. Vor allem gegen Gegner, die nicht lesen können. Ich hätte hier Psychic Blade spielen können, allerdings hätte ich mich dann wahrscheinlich auf 100 LP runterkaufen müssen, weil Psychic Blade, das Monster, das man damit ausrüstet, gaint halt ATK, basierend auf den LP, die man dafür zahlt, was exakt 1400 gewesen wären, logischerweise. Jetzt aktiviert er ja seine gesamte Hand. Ohne Benz, ja, er hat dazugelernt, ich kann jetzt ein Monster einfach zerstören, wenn er mich damit angreift. He learned his lesson, I guess. Solar Windjammer aktiviert sich übrigens automatisch, den Effekt kann man nicht aktivieren, der levelt immer pro Zug um, also man kann den Effekt natürlich negaten und damit aktivieren, aber ja. Der levelt sich pro Zug immer um ein Level hoch, ich zerstöre ihm seinen Field Spell hier. Ich glaube, er hat gerade meinen Effekt negated oder whatever, ich frage mich nicht. Wo ich dann auch nur dachte, sure. Negate halt meinen Effekt, der ist mir komplett wurscht. Es ist für mich sogar von Vorteil, wenn er den negated, weil mein Deck natürlich auf Level 5 Monster basiert hier. Ja? Deswegen ein Level 6 Monster ist natürlich nicht von Vorteil für mich. Jetzt macht er wieder lustige Dinge mit seinem Deck. Excavate Top 5 Cards für Deck. Add one excavated Crawler Monster, your Loop or World Legacy Card to your hand. Er sucht sich jetzt wieder lustige Monster zum Deck. Aber ich glaube, er fällt noch mindestens einmal auf meinen Dirty Trick rein. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, werde er gleich nochmal lustige Dinge tun. War da nicht was? Ich meine, da war was. Ich könnte mich jetzt natürlich irren, aber ich meine, da war was. Ja. Genau. So, er spielt jetzt Geonator Traverser, damit er hier gleich mein Monster gegen sein Monster swappen kann. Palim und Palam ist das swappte Monster. Damit er halt einfach diese pesky little Karte hier los wird. Weil er dann nicht drüber punchen kann. So, und jetzt wird gleich nochmal was sehr Lustiges passieren. Was ich selber auch nicht erwartet habe. Wenn er mich angreift mit dieser Karte hier, nimmt er den Schaden und sein Monster bzw. mein Monster stirbt. Denn dieser Effekt hier specifically sagt, wenn dieses Monster hier, das ja damit ausgerüstet ist, gegen ein gegnerisches Monster kämpft. Und dieses Monster jetzt auf meiner Spielfeldseite und somit kein gegnerisches Monster, weil ich bin der Besitzer dieser Equip-Spell-Karte. Demnach stirbt sein bzw. mein Monster hier an der Stelle, weil er gegen mein Monster kämpft. Das ist kein Opponent-Monster. Also ist es theoretisch schon, weil er geswappt hat, aber es ist auf meiner Spielfeldseite, demnach ist es mein Monster. Bisschen verwirrend. Anyways, das habe ich selber auch nicht erwartet, aber ja, irgendwo schon ein Missplay auf seiner Seite hier. Wir müssen leider jetzt hier die Effektkosten nochmal zahlen. Natürlich mille ich die Karte aus Bottom of the Deck, weil ich will die jetzt nicht ziehen. Wenn ich jetzt hier bin, sterbe ich natürlich. Ich sterbe allerdings leider, glaube ich, anyways. Oder? Warte, nein, wir können noch einen Cyber dran ziehen. Deswegen, wir sterben dann doch nicht garantiert und doch nicht instant, aber ich glaube, wir sterben trotzdem bis nächsten Zug oder in einem der nächsten Züge. Sterben wir, glaube ich. Ich werde mir jetzt hier Speed haben, weil ich glaube, die nächsten Züge sind nicht so fesselnd, so packend. Oder dieser Zug, ich weiß nicht, ob es jetzt schon endet oder nicht. Ich habe das nicht mehr so genau auf dem Schirm. Er macht jetzt 10 Trilliarden Special Summons und tut lustige Dinge. Ich töte sein Monster. Ich glaube, konnte ich Cyber Rest nicht ausspielen? Ah, doch, konnte ich, wollte gerade schon sagen. Ja, das war leider ein Fehler, Torrential. Wir können Toon Cyber Dragon anyways sammeln. Und jetzt sterben wir. Aber ja, wie bereits gesagt, das war wahrscheinlich mit eines der lustigsten Duelle, was ich hatte im NR-Festival. Einfach nur, ich meine, ich hab's verloren. Das war dumb luck, ja. Also da geht aber einfach lucky, dass ich die falschen Karten gezogen habe, schätze ich mal. Und ich habe, glaube ich, ein, zwei kleinere Missplays selber auch gemacht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das war eines der lustigsten Duelle im gesamten NR-Festival für mich. Absolutes Highlight dieses Festivals für mich, dieses Duell. Einfach nur, weil der Gegner hat irgendwie drei seiner eigenen Monster getötet, weil er einfach den Effekt meiner Karte nicht gelesen hat. Ja. Ich meine, was soll ich dazu großartig sagen, außer how? Wie? Wie verstehst du, nachdem ich schon zwei deiner Monster getötet habe, beim dritten Monster,
beim literally dritten Monster immer noch nicht, dass du beim Monster nicht einfach in Battle töten kannst. Hau. Wie versteht er das nicht? Also, ja. Gut, wie auch immer. Das war dieses Duell. Ich habe es leider verloren, aber es war wie gesagt, absolutes Highlight von meinem NR-Festival hier. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Duell. Und ja, dann haben wir es gleich wieder. So, und ich glaube, dieses Duell hier ist das zweitlängste Duell. Neben dem Duell gerade eben, deswegen würde ich sagen, werden wir hier viel in Times-2-Speed-Up gleich verbringen, damit das Duell ein bisschen schneller vorübergeht, weil, wie gesagt, das ist das zweitlängste Duell von meinen ganzen Replays. Wie ihr seht, haben wir hier schon ein ganz nettes Setup, Toon Cyber Dragon und Cyber Dragon 3. Wir sind der Turn 2-Spieler, das ist natürlich auch ein Vorteil für ein Cyber-Drachen-Deck. Und Cyber Recess haben wir auch auf der Hand und Cyber Repair Plan. Also wir haben einige nice Karten hier. Mal sehen, was der Gegner hier Lustiges tut. Wir spielen gegen ein Armed Dragon-Deck. Ich habe uns danach nachgeguckt. Es gibt ja ein Armed Dragon Loner-Deck hier für dieses Festival. Das ist allerdings nicht das Loner-Deck, das hier ist ein definitiv gecustomizedes Deck. I guess er hat das Loner-Deck genommen und hat es ein bisschen gecustomized und ein bisschen angepasst. To his liking. So, wir spielen genau das, was ich gerade gesagt habe. Toon Cyber Dragon, Cyber Dragon 3, dann kommt Cyber Dragon Nova aufs Feld. Und danach beenden wir erstmal unseren Zug. Wir spielen Lost Wind, damit sein Monster erstmal schön geweakened wird und nicht einfach über Cyber Dragon Nova drüber punchen kann. Palem und Palam. Wir deaktivieren außerdem seinen Effekt, dadurch kann er mit dem Monster effektiv nichts mehr tun, außer es irgendwie wegzutributen oder whatever. Er versucht hier seinen Effekt zu aktivieren, er scheint nicht zu verstehen, dass er ihn nicht aktivieren kann. Jetzt zerstört er meinen Cyber Dragon Nova, aber das macht natürlich nichts. Das macht absolut ganz und gar nichts, denn wir haben Cyber Repair Plan und Cyber Rev System, deswegen Smooth Sailing für uns from here on out. Cyber Dragon 3, Cyber Dragon 3, Level 5, Cyber Dragon Nova. So, jetzt können wir, glaube ich, ein Cyber Dragon Special summonen. Nein, wir haben keinen Cyber Dragon im Graveyard. Wir haben nur Cyber Dragon Nova, was kein Cyber Dragon ist, und wir haben Toon Cyber Dragon, was auch kein Cyber Dragon ist. Deswegen können wir mit Cyber Dragon Nova leider kein Cyber Dragon Special summonen, aber es macht nichts. Wir haben Moon Mirror Shield. Dadurch kann diese Karte jetzt im Endeffekt nur noch mit Effekten zerstören, was natürlich von Vorteil ist für uns, denn das wollen wir ja natürlich, denn dann können wir hier unsere ultimative Kampfmaschine gleich Special summonen, sobald Cyber Dragon Nova den Graveyard hittet. Oder er zerstört halt Moon Mirror Shield, das ist die andere Option. Damit werden wir seinen Armed Dragon los. Er zerstört tatsächlich, das habe ich auch absolut nicht verstanden, dieses Play, ich erinnere mich daran noch. Er zerstört eiskalt mein MST anstatt diese Karte zu zerstören, was für mich einfach die Win Condition ist. Ja, solange diese Karte auf dem Feld ist, solange Moon Mirror Shield auf dem Feld ist, hat er effektiv das Duell verloren. Ja, weil, also, was heißt er hat das Duell? Er hat nicht das Duell verloren, aber es ist für ihn verdammt schwer, zu recovern, nachdem er Cyber Dragon Nova irgendwie los wird. Deswegen, ich war absolut. Ich dachte, ich war absolut aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, dass er hier die falsche Karte zerstört hat. Da dachte ich mir auch noch so, was tut der Junge? Was tut dieser Junge mit seinem Leben? Logischerweise. War hier nicht erfolgreich. Er war allerdings erfolgreich drin, dass er, glaube ich, mit dieser Karte meinen Cyber Dragon gebannt hat. Das ist eine Sache, die passiert ist. Deswegen, tatsächlich hat er hier, ich muss sagen, Respekt an den Gegner. Er hat eine Möglichkeit gefunden, den Cyber Dragon loszuwerden, ohne seinen Effekt zu triggern, der mir ihn halt verbannt einfach. So, Bottom verdeckt. Ich möchte die Karte natürlich jetzt nicht ziehen. Wir ziehen Cyberdrache Herz. Actually eine ganz gute Karte in dieser Situation hier. Obwohl es natürlich mit Sicherheit auch bessere Tages gegeben hätte. Zum Beispiel, was weiß ich, Cyber Dragon, ja, normaler Cyber Dragon, wenn das Cyber Dragon wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen als Cyber Dragon Herz. Aber Cyber Dragon Herz ist trotzdem immer eine solide Karte. Vor allem, wenn man gerade hier behind ist, wo der Gegner hier definitiv mehr Advantage hat als ich, ist Cyber Dragon Herz natürlich trotzdem eine solide Karte. Da ich die einfach als Facedown spielen kann und wenn er sie nicht banished, dann ist der Gegner hier im Endeffekt der Gelackmeierte. Denn sobald die den Graveyard hittet durch Battle oder was auch immer, darf ich den Cyber Dragon daran ziehen. So, wir tributen die Karte off. Aktivieren den Effekt und ziehen natürlich noch einen Cyber Dragon, weil warum nicht? Und tributen die auch für einen normalen Cyber Dragon. Diese Karte hier hat den Effekt negated. Hoppala. Die Karte hat ihren Effekt negated, deswegen kann er hier nur in Defense Position gehen. Jetzt aktiviert er hier Phoenix Chain, wodurch ich meinen Cyber Dragon nicht benutzen kann. Wo ich mir dann auch nur sagte: Oh no! This is terrible! This is horrible! Ich kann meinen Cyber Drachen nicht benutzen, ich kann damit nicht mehr angreifen. Das ist ja so schlimm. Hint, ich habe noch einen Cyber Drachen auf der Hand. Wir benchen aus dem kurzen Monster. Als nächstes, womit noch einen Cyber Drachen? Mit Cyberdrachen Nester. Das ist natürlich noch besser, dass ich gerade Cyberdrachen Nester gezogen habe, weil dadurch kann ich jetzt die beiden Cyberdrachen im Feld haben. Außerdem kann ich den nutzlosen Cyberdrachen natürlich loswerden für Cyberdrachen Nova. Danach holen wir jetzt natürlich einen von den beiden Cyberdrachen direkt zurück und danach dürfen wir jetzt hier an der Stelle das Duell gewonnen haben. Wenn mich gar nicht alles täuscht, denn wir können natürlich Cyberdrachen Nester loswerden mit Cyberdrachen Nova, um die ATK von dieser Karte zu verdoppeln und gewinnen damit das Duell. Und das wäre dann dieses Duell gewesen. Ich muss an der Stelle kurz auch mal anmerken, ich habe in meinem Cyberdrachen Deckguide, habe ich, glaube ich, gesagt, dass das Deck nicht unbedingt so ein Top-Deck ist. Das war, glaube ich, eine blatante Lüge. Ich hatte den Eindruck am Anfang meines NR-Festivals, dass das Deck gar nicht mal so stark ist. Aber ja, es ist extrem stark. Ich habe, glaube ich, fast gegen jeden Decktypen mindestens einmal gewonnen. Manchmal habe ich verloren, wenn ich Unlucky Draws hatte. Das passiert halt logischerweise schon mal. Aber ich habe, glaube ich, gegen fast jeden Decktypen gewonnen im Festival, bis auf, glaube ich, ein oder zwei Decks. Ich habe gerade vergessen, welche das waren. Es waren ganz bestimmte Archetypes, die quasi indirekt aus Versehen Hard-Counters waren gegen mein Cyber Dragon Deck, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten Leute expected haben, gegen ein Cyber Dragon Deck zu spielen, at all.
Deswegen, es gibt ein, zwei Hardcounter, glaube ich, Archetypes hier in diesem Festival, die ganz gut sind gegen die Cyberdrain-Decks. Aber ich würde fast sagen, das Cyberdrain-Deck, was ich jetzt hier gerannt habe, ist durchaus schon irgendwo ein absolutes Top-Deck. Ich habe gegen fast jeden Decktypen hiermit gewinnen können, tatsächlich. Deswegen, ja, ich habe dieses Deck ein bisschen geundersold. Ja, also ich habe es ein bisschen verbilligt hier an euch verkauft. Es ist tatsächlich ein ziemliches Top-Deck gewesen in diesem Festival. Für mich zumindest. Ich habe fast jedes Mal ein Duell gewonnen. Oder ein Großteil meiner Duell auf jeden Fall. Deswegen, ja. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Duell. Wir haben, glaube ich, noch zwei Replays, wenn mich gar nicht alles täuscht. Und die würde ich gerne auch noch in dieses Video hier reinpacken, wenn ich kann. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Replay. So, willkommen zum vierten von fünf Replays, oder waren es zum dritten von vier Replays? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie auch immer, ihr sollt auf jeden Fall unbedingt bleiben für das letzte Replay. Das wird immer was ganz Spezielles, das werdet ihr gleich sehen. Das ist ein extrem cooles Replay gewesen, das habe ich actually vorhin erst gehabt. Ich habe vorhin habe ich, ich glaube, zwei Duelle gespielt, weil ich mir dachte, ja komm, noch zwei schnelle Duelle, warum nicht? Und eins davon war extrem nice und da dachte ich mir, das Replay muss unbedingt auch noch ins Video. Einfach nur, weil, ja, ihr werdet sehen, warum. Ich will es noch nicht spoilern, ich will es noch nicht verraten. Aber es ist ein nice Duell geworden. So, das ist jetzt nochmal ein kurzes Duell, glaube ich. Wir haben einmal Cyberdragon Nester, Cyberdragon 3 und Cyberdragon Herz. Lene spielt hier irgendwie ein sehr komisches Deck. Er spielt erstmal Shard of Greed, weil Pot of Greed kann er natürlich nicht spielen. Deswegen spielt er hier die billige Variante. Wir spielen MSD und werden erstmal seine Facedown los. Torrential war die richtige Wahl, die Karte loszuwerden. Ich aktiviere Cyberdragon Nester und werde hier kurz Cyberdragon Herz los, um den Effekt von Herz zu triggern. Und um natürlich Nester aufs Feld. Aus Feld zu kriegen in Form von einem Special Summon. Wir ziehen natürlich einen regulären Cyberdragon. Wir spielen Cyber Rest System und spielen unseren Cyberdragon aus. Wir spielen Cyberdragon 3. Leveln alle Karten auf Level 5 hoch und wir Special Summon hier Cyberdragon Nova. Man hätte jetzt hier auch King of Heavy Industries spielen können. Da ich allerdings natürlich nicht weiß, was der Gegner für ein Deck runnt, ist das Situation, ne? Weil King of Heavy Industries, heißt die Karte so? Warte mal, wie heißt die Karte? Doch, King of Heavy Industries. Dick Vorsack. Diese Karte hier ist sehr situational. Ja? Also die ist zwar stark und man kann damit Karten auf dem gegnerischen Feld poppen. Allerdings funktioniert das Ganze so, dass ihr nur Karten dann poppen könnt. Also ihr millt drei Karten vom gegnerischen Deck in Graveyard und für jedes Monster, das ihr reinmillt, könnt ihr eine Karte poppen. Das Problem ist allerdings, wenn der Gegner natürlich ein Deck hat, das seine Karten im Graveyard haben will, was viele Decks sind leider, ist die Karte nicht ganz so stark, deswegen bin ich hier lieber auf den Cyberdragon Nova gegangen. Wir Special Summon jetzt hier das Designated Monster, aka wir holen uns noch kurz ein Cyberdragon 3 zurück. Wir greifen mit diesem Cyberdragon an und werden hier die Lightspawn-Karte los. Er poppt unser Cyberdragon Nova, but little does he know. Little does you know, dass das ein huge Mistake war. Mein Plan war natürlich jetzt hier mit diesem Cyberdragon anzugreifen. Danach mit Cyberdragon 3 anzugreifen. Cyberdragon 3 hätte ich natürlich auch jetzt hier auf die Facedown nutzen können, aber vielleicht ist es ein 2000 ATK-Monster, 2000 Dev-Monster, man weiß natürlich nie. Deswegen habe ich erstmal mit dem Cyberdragon angegriffen, dann hätte ich mit Cyberdragon 3 angegriffen. Dann hätte ich wiederum Cyberdragon 3 gebanished und hätte dann mit unserem dicken, fetten Cyberdragon Nova angegriffen. Das hat er natürlich interrupted hier, aber little does you know. Barbaroid sagt hallo. Seine Karte hier sagt auch hallo, die ich natürlich erstmal direkt mit Barbaroid angreife. Dadurch negaten wir hier erstmal seine Effekte. Im Graveyard sollte er einen haben. Hat er, glaube ich, gar nicht gehabt. Ich habe, glaube ich, gar nicht darauf geachtet. Ich dachte mir einfach nur, ich habe einfach mindlessly mit Barbaroid angegriffen, weil ich wusste, egal was diese Karte für tolle Effekte hat, Barbaroid negatet alle ihre Effekte essentially und macht noch extra ein bisschen Damage. Direkt angreifen kann ich mit Barbaroid nicht. Dann habe ich natürlich noch mit Cyberdragon 3 ein kleines bisschen Chip-Damage gemacht. 1800 LP. Was heißt Chip-Damage? Das ist schon einiges. Er kriegt einen Greed-Counter auf seine Shard of Greed-Karte. Er entfernt unseren Barbaroid tatsächlich. Aber mit Deep Grave können wir jetzt unseren Cyberdragon Nova nochmal zurückholen. Und dadurch haben wir, glaube ich, jetzt einen Game-Stat erreicht, mit dem wir, glaube ich, jetzt schon gewinnen können. War das so? Ich glaube schon. Wenn mich gar nicht alles täuscht. Nevermind. Also, wir haben einen sehr winning Game-Stat erreicht und der Gegner hat einfach surrendert. Ich war mir gar nicht mehr ganz sicher, wie das Duell geendet hat. Ich wusste nur, dass es, glaube ich, in Turn 4 endet. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, wie wir das jetzt hier beenden können. Aber ja, wir haben es beendet, indem der Gegner einfach aufgegeben hat. Warum Leute im Eventuell hier einfach aufgeben, weiß ich nicht. Dadurch kriegen sie nämlich keine Medals. Also, Pro-Tipp: Im Eventuell, es sei denn, ihr stallt für 10.000 Züge. Und ihr habt einfach keine Lust mehr auf das Duell, dann könnt ihr natürlich surrendern. Ansonsten würde ich euch davon abraten zu surrendern, denn sonst kriegt ihr 0 Gems anstatt 0 Gems, sag ich schon. 0 Medals anstatt 50 Medals und deswegen würde ich euch, wie gesagt, strengstens davon abraten, im eventuell zu surrendern, vor allem wenn ihr kurz davor seid, so oder so zu verlieren, denn ihr verliert ansonsten einfach nur 50 Medals, die ihr ansonsten halt kriegen würdet, wenn ihr nicht surrendert. Aber wie auch immer, das wäre dieses Duell. Und jetzt zur absoluten Spezialität. Neben dem, der Gegner kann Karteneffekte nicht lesen, Duell, haben wir nämlich das andere absolut coolste Duell, in meinen Augen. Dieses Videos jetzt hier, das andere absolute Highlight meines Festivals, weil, ja, ihr werdet sehen. Ich würde sagen, ohne großes weitere Gelaber, wir machen mal weiter mit dem nächsten Replay und dann werdet ihr sehen, warum das für mich persönlich das andere Highlight meines NR-Festivals war und ja, bis gleich. So, und damit laden wir uns gerade in das finale Replay rein. Ich glaube, der Gegner hat, der Gegner hat actually den Coinflip gewonnen und hat selber gewählt, dass er als erstes spielen will. Was sehr suspicious ist, basierend auf diesem Duell, das ihr gleich sehen werdet. Ich bin mir relativ sicher, er hat ausgewählt, dass er als erster spielen will.
Ihr werdet gleich sehen, warum das in meinen Augen ein bisschen eigenartig ist, dass er das gemacht hat. Wir spielen gegen die Empty Box. Und der Grund, aus dem das ein absolutes Highlight ist, wie ihr wisst, liebe ich Cyberdrachen-Decks. Ja, ich liebe einfach die Cyberdrachen-Karten. Und ich weiß, dass einige andere große YouTuber auch Decker zu Cyberdrachen-Decks gemacht haben. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, spielen wir gegen ein. Richtig, gegen ein Mirror-Matchup, gegen ein Cyberdrachen-Deck. Und mein Deck funktioniert. Also ich habe auch die Videos von anderen YouTubern gesehen zu Cyberdrachen-Decks. Und darf ich deswegen verraten, ich habe diverse YouTuber gesehen, die genau dasselbe Deck gezeigt haben. Oder fast eins zu dasselbe Deck. Und mein Deck ist anders als die Decks von den anderen YouTubern. Die anderen YouTuber haben alle so, wie diese Karte haben sie alle drin. Die habe ich mir actually aus den Deckcards von anderen YouTubern geklaut, weil ich nicht wusste, dass diese Karte aber existiert. Und als ich gesehen habe, dass ein Free Level 5 Special Summon Monster namens Solo Windjammer existiert, das ein Maschinenmonster ist, dachte ich mir, die Karte ist ideal, die kommt auch in mein Deck rein. Aber da waren ein paar andere Karten drin, wo ich mir dachte, wieso sind die in dem Deck? Die sind actually nicht wirklich stark. Die kommen auch nicht so gut mit den Cyberdrachen-Karten. Und die habe ich rausgelassen. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, war das wahrscheinlich eine gute Idee. Denn, ihr werdet sehen, warum. Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber, so, er hat hier auch MSD gesettet. Ich dachte hier, da er natürlich hier auch ein Cyberdrachen-Mirror-Matchup, da das ein Mirror-Matchup ist, dachte ich natürlich, dass er jetzt hier Cybernetic Overflow gesetzt hat. Hat er allerdings nicht. Er hatte einfach nur MSD, deswegen habe ich einfach nur sein MSD entfernt. Wir holen uns einen Toon Cyberdragon wieder, den wir mit Cyberdragon nächster in Graveyard geschickt haben. Leveln alle Karten auf 5. Und hier spiele ich jetzt tatsächlich Dvorak. Ich habe hier an der Stelle habe ich kurz gehesitated im Duell. Das sieht man natürlich im Replay nicht. Und habe überlegt, ob ich jetzt hier Dvorak holen will oder Cyberdragon Nova. Ich habe mich für Dvorak entschieden, weil ich mir dachte, ich habe so überlegt, wie sehr profitiere ich davon, wenn Leute Karten in den Graveyard dumpen bei meinem Deck. Und ich dachte mir, ich profitiere zwar schon ein bisschen davon, Cyberdrachen im Graveyard zu haben. Er profitiert aber nicht so megamäßig davon. Deswegen dachte ich mir, spielst du diese Karte, weil, und wir haben tatsächlich richtig Glück gehabt. Er hat nur einen Cyberdragon in seinen Graveyard gekriegt. Der Rest sind keine Cyberdrachen-Karten. Und damit, damit haben wir zwar seinen Graveyard gesetup, dass er zum Beispiel ein Cyber-Ref-System live ist. Allerdings profitiert er nicht so mega davon. Und es ist zum Beispiel auch kein Cyberdrache-Herz im Graveyard gelandet. Was auch wiederum gut ist für uns. Und das Endergebnis ist, wir können sein Feld clearen und können ihm 3200 direkten Kampfschaden reindrücken. Und was auch verdammt cool ist an Cyberdrachen-Mirror-Matches, ist etwas, was ihr jetzt gleich im Einsatz sehen werdet. Erstmal, ich spiele jetzt hier Lightning Storm und entfernt natürlich unseren Dvorak. Er holt sich seinen Cyberdrachen wieder. Ich dachte mir, da sagst du mal nee. Sagst du mal nee zu. Finde ich jetzt nicht so knorke. Wir entfernen einfach erstmal sein gesamtes Feld. Danach spielen wir natürlich jetzt unseren Cyberdrachen 3. Warum auch nicht? Oder habe ich Herz gespielt? Na, wir haben actually Herz-Festung gespielt, weil ich mir nicht sicher war, was er da für einen Trap gesetzt hatte. Stimmt. Wie bereits gesagt, Herz ist eine gute Karte, die man hier als Facedown spielen kann. Wenn ihr nicht so genau wisst, was der Gegner da hat und ne, wenn ihr vielleicht gerade on the backfoot seid, wenn der Gegner gerade Advantage hat, kann man Herz schon mal Facedown spielen. Ich hätte natürlich eben jetzt auch einen direkten Angriff mit 3 reindrücken können. Allerdings dachte ich mir, ich stall lieber einen Zug, spiele jetzt Cyberdrache 3. Level Herz und 3 auf Level 5, hol mir meinen Cyberdrache Nova. Und greife jetzt erstmal seinen Facedown an. Und er hat jetzt hier Lost Winds. So, und jetzt seht ihr eine der Karten, die ich mit absolut nicht mehr weggepackt habe. Chronomaly Golden Jet ist eine Karte, die, glaube ich, bei den ganzen anderen YouTubern alle im Deck waren. Weil die alle so meinten, so, oh, Level 4 Monster und das Level auf Level 5 rauf und da kann man dann ein bisschen stollen. Aber die Karte ist Trash. Also in meinen Augen ist diese Karte Trash. Nur wenn ihr Lost Winds habt und nur wenn der Gegner keine andere Möglichkeit hat, diese Karte zu zerstören. Actually, once per turn, nevermind, sie ist nicht Trash. Nevermind. Es ist kein Flip-Effekt und es ist auch kein Standby-Phasen-Effekt. Ich nehme alles zurück, aber trotzdem, diese Karte ist nicht so gut wie die andere Karte. Ja, sie ist nicht im Extra-Deck. Sie ist auch nicht da. Wo haben wir die? Da, die hier. Solo Windjammer ist in meinen Augen einfach die bessere Karte. Da die sich Special Summon kann. Diese Karte kann sich nicht Special Summonen und Special Summonen. Und damit ist sie schon irgendwo Trash. Weil ihr halt mit Solo Windjammer... Na, die ist in diesem Graveyard. Mit Solo Windjammer kriegt ihr diese Karte aufs Feld Special Summon, wenn ihr kein Monster habt. Diese Karte hier müsst ihr Normal Summonen. Und damit verliert ihr eure Normal Summonen. In der Regel wollt ihr aber irgendein Monster aufs Feld Special Summon kriegen. Und da dieses Deck hier... Also das Cyberdrachen-Deck hat, außer die Cyberdrachen selber halt, das hat nicht so mega krasse Special Summon Capabilities. Deswegen ist in meinen Augen diese Karte hier, Solo Windjammer, viel stärker als diese Karte hier, als Chronomaly Golden Jet. Deswegen habe ich sie nicht mehr weggepackt und wie ihr sehen werdet, war das die richtige Entscheidung. In meinen Augen zumindest. Ich finde Golden Jet nicht so stark wie heißt die Karte, wie Solo Windjammer. So, er holt sich jetzt hier wieder seinen Cyberdrachen wieder. Upgrade auf Level 5. Und tatsächlich Special Summon der hier nicht. Ich weiß nicht genau, warum er hier nicht Special Summon. Er hätte hier definitiv Special Summon sollen, in meinen Augen. Vielleicht wollte er einfach mehr Damage machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, danach hat er eventuell Special Summon. Aber das war letztendlich trotzdem Missplay. Der neue Special Summon da. Mit dem Cyberdrachen Nova hätte er trotzdem mehr Damage machen können, glaube ich. Indem er hier einfach einen von seinen Cyberdrachen gebannt hat. Eventuell hätte er sogar Lethal gehabt, actually. Hätte er Lethal gehabt? Ich weiß auch nicht, warum er nicht Cyberdrachen nächster weg Special Summon hat. Auch eine sehr eigenartige Entscheidung. Aber ja. Komische Plays hier.
definitiv komische Plays. An dieser Stelle ist mir aber Folgendes aufgefallen. Wir spielen hier ein Cyberdragon Mirror Matchup. Wenn ich jetzt hingehe und mir, genau, und jetzt removed einer seiner Karten, wenn ich mir jetzt einfach mal eben kurz einen Cyberdragon Nester hole und dann mein Cyberdragon Special Summer und dann mein Cyberdragon Nester Special Summer und damit nochmal ein Cyberdragon Special Summer vom Graveyard oder Cyberdragon Nova, ist an der Stelle actually komplett egal, kann ich Folgendes tun. Ich kann sein Monster wegtributen und meine Monster wegtributen, denn er hat nur Maschinenmonster und ich habe nur Maschinenmonster. Und ich hole mir dafür einfach mal eben kurz ein Chimera Tech Fortress Dragon, und als der Gegner das gesehen hat, dachte er sich, oh boy, und hat aufgegeben. Deswegen sind diese Mirror-Matchups so lustig. Man kann diesen Chimera Tech Fortress Dragon, solange man selber einen Cyber Dragon auf dem Feld hat, kann man den jederzeit holen und kann einfach sämtliche Monster vom Gegner klauen und sich dafür ein extrem mächtiges Monster aufs Feld holen. Deswegen ist das ein sehr interessantes Mirror-Matchup. Und der Gegner dachte sich, ja, das ist eine sehr interessante Karte, die ist sogar so interessant, dass ich jetzt erstmal surrendern werde und aufgeben werde. Aber ja, das sind meine Replays. Das sind alle Replays, die ich gespeichert habe von diesem Event. Ich denke mir, oder ich dachte mir, das sind alles relativ interessante Duelle, deswegen habe ich die Replays von denen gespeichert. Ich hatte auch noch andere interessante Duelle natürlich. Das waren nicht die einzigen interessanten Duelle. Aber die fand ich mit am interessantesten, am sehenswertesten und dachte mir, die präsentiere ich euch mal hier in diesem schönen kleinen NR-Event-Highlight-Video, denke ich mal, oder Duell-Highlight-Video. Und das wäre es für das heutige Video, denke ich mal. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Ich hoffe, ihr habt bereits einen schönen Tag gehabt. Ich wünsche aber noch einen schönen Resttag. Macht noch was Schönes. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch schon was Schönes gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video natürlich. Lasst mir lieben gerne Likes und Kommentare da oder auch Abos, falls ihr mir noch kein Abo da gelassen habt. Auch das würde mich natürlich sehr freuen. Aber dann würde ich sagen, wäre es das für das heutige Video. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.